Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar, wir spielen nach vielen Jahren mal wieder Minecraft und ein besonderes Modpack. Ich wollte ein spezielles Wüsten-Modpack spielen, Forever Stranded, aber das machen schon die anderen Kollegen auf YouTube. Da dachte ich mir, bringe ich euch mal ein eher seltenes Modpack näher. Das heißt New Beginning. Ja? Wir starten hier in einem Gebäude und wir haben ja auch nur Wüste. Ja? Und wir haben ein Questbuch. Schauen wir mal rein. So. Da gibt es auch Quests, ne? Verschiedene Testtrees und so weiter. So, und da geht es schon mal los. Wir haben hier eine. Ah, wir sind da. Wir brauchen einen. Ui. Ja, das ist eine Art Fahrstuhl, kommt man hoch. Wir brauchen einen Sandblock. So, den haben wir. Und schon haben wir ein Buch gekriegt. Du musst überleben. Kannst du die Welt neu kreieren? Du realisierst, du bist in einem Wiesenbiom, aber du siehst nichts davon. Hier ist nämlich überall nur Sand in dieser Welt. Wo bin ich? Wie bin ich hergekommen? Und wie komme ich wieder nach Hause? Ich glaube, es ist Zeit für einen Neubeginn. Gut. Hinten haben wir noch eine Struktur. Da ist auch was. Will ich da hin oder was ist das? Achso, das ist nur Sand. Ah, hier sind ganz viele Mobs. Oh. Gehen wir mal lieber zurück. So, und wir haben halt nur dieses komische Gebäude. Und ist irgendwo reingefallen. Ein paar Löcher haben wir hier. Eine Wasserpfütze und zwei Bäume. So. Mehr ist da nicht. Bisschen dunkel hier, ne? Dunkel war es, der Mond schien heller. Ja, ich bin sehr euphorisch auf das neue Modpack. Also das heißt, neu ist es nicht. Wir sind hier in der Minecraft-Version 1.7.10. Ist also eher so ein bisschen Retro-Style. Aber für die Älteren, die werden es kennen, werden sich hier heimisch fühlen. Und die Jüngeren, ja, die werden es bestimmt auch interessant finden, was Papa früher mal so gespielt hat. Mit welchen Mods? Ich glaube, mittlerweile ist die Minecraft-Version 1.19 am Start. Aber das 1.7.10, so, das war so meine Zeit. Und oh. Wenn es euch gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video ein Däumchen nach oben da lasst. Und gerne könnt ihr mich auch abonnieren, falls ihr das nicht schon getan habt. Und vergesst die Glocke nicht. Dann kriegt ihr nämlich auch jeden Tag die Benachrichtigung, dass ein neues Video hochgeladen ist. Weil ich plane, das Projekt hier täglich hochzuladen. Zwar nur immer so, ich sag mal, 10 bis 15 Minuten lang. Ist, glaube ich, eine Größe, die man so angucken kann. Jeder mal Zeit findet. Und wenn man täglich etwas macht, kommt man ja auch ganz gut voran. So, wir bauen noch das Holz hier ab. Oder warte mal, haben wir vielleicht noch eine Quest? Ah, da haben wir eine Quest. Was zu essen? Okay. Ah, Hamburger. Nice. Aha, wir haben Gummibaum-Setzlinge und Apfelsetzlinge. Nee. Aber wir müssen wählen, ne? Dann wähle ich natürlich Apfelsetzlinge, ne? So, was brauchen wir als nächstes? So. Wir haben genug Holz.
Und ist halt empfehlenswert, den Sand kann man wieder reinstecken. Immer nach Questbuch zu arbeiten, weil da kriegt man viele Sachen geschenkt. Da wäre ja Quatsch, wenn wir uns die machen, obwohl wir sie geschenkt bekommen, ne? So, zum Beispiel hier, ne? Ihr habt bestimmt auch schon unten, ne, diese Anzeigen links bemerkt. Und zwar ist es eine Temperaturanzeige in Fahrenheit, ja. In der müssen wir uns halt bewegen. Also das Grün müssen wir da möglichst einhalten. Ihr seht da so einen Punkt in der Mitte. Und unten ist die Temperatur, das sind die Getränke, der Flüssigkeitshaushalt. Und ihr seht, das geht stetig nach unten. Und wenn ich nichts trinke, ja, dann sieht es eng aus. Wir haben auch das Problem, dass dieser Wasserteich da unten, ja, da ist begrenzt. Das heißt, wenn ich das Wasser da rausnehme, dann ist es weg. Genau, dann ist es weg. Deswegen müssen wir schauen, dass wir irgendwie anders zu Wasser kommen. Da gibt es auch ein paar Möglichkeiten. Zum einen erstmal den Wasserschlauch-Rucksack und wir haben schon Wasserflaschen geschenkt gekriegt gleich mit. Das ist schon mal ganz gut. Und was haben wir noch? Als nächstes müssen wir eine Crucible machen. Gut. Dann machen wir uns die altbekannte Werkbank. Und ich würde sagen, da wir immer unten viel mit draußen agieren müssen, setzen wir die hier unten hin. Und die Crucible machen wir halt. Ihr kennt's aus Sticks. Alles, was wir nicht brauchen, schmeißen wir erstmal hier rein. Das rein. Burger. Äpfelbäume brauchen wir momentan auch nicht. Die zwei Crucibles nehmen wir mit. Wasserflaschen brauchen wir erstmal auch nicht. So, aha, wir haben. Okay. Wir haben ja nochmal die Bücher doppelt. Knochen, also. Das ist ganz gut. Bone Meal werden wir brauchen. So, und wir können halt hier mit der Crucible das abmachen und dann kriegt man dann mehr Items als ohne, ne? So, lass mal gleich nochmal wachsen. Einmal auf Holz geklopft. Okay. Okay, dann haben wir wieder den Baum. Jetzt haben wir schon eine Axt. Nice, die macht gleich mehrere Stämme weg. Alles klar. Wieder hinsetzen. Und mit der Crucible ernten wir jetzt mal die Blätter. Da seht ihr, da kriegt man schon mehr Äpfel raus. Und wir haben hier natürlich einen Shader drauf, weil, ne, Vanille hat jeder. Und mit dem Shader sieht das halt richtig schon cool aus. Der Nachteil ist, nachts ist es dann etwas dunkel hier draußen. Aber das macht nichts. So. Weil wir ja sowieso, wenn wir draußen sind, mit Licht arbeiten müssen oder eher selten draußen sind bei Nacht. So. Jetzt gehen wir erstmal rein. Wir haben genug Holz erstmal. Dann machen wir uns erstmal schnell die Tinker-Werkzeuge. Genau. So. Okay, wir brauchen die Werkzeugstation noch. Die machen wir. Bam, 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 bam. Und jetzt haben wir die. Und jetzt jeder schon kriegt man die Schablonenkiste geschenkt. Dann müssen sie uns die nicht craften. Was müssen wir jetzt craften? Okay. Setzen wir die Teile erstmal her. Was haben wir hier?
Als erstes fangen wir mal an mit dem Basteltisch. Ich würde sagen, machen wir hier Basteltisch, dann haben wir hier, was ist das? Schablonenstanze? Ne, umgedreht. Ich glaube, erst kommt der Schablonenstanze, ne? Schablonenstanzer, dann Werkzeugstation und dann dem. Das ist auch blöd. Wartet mal. Basteltisch. Ah, ich kann das noch nicht abbauen, ne? So, Basteltisch, Werkzeugstation stellen wir halt daher. Genau, die Schablonenstanzer dahin und der dahin. Da würde ich sagen, tun wir den doch ganz einfach dann in die Mitte. So. Da legen wir die jetzt rein. Wir brauchen. Darf man nicht zu viel machen, ne? Schauen wir nochmal rein. Wir brauchen Werkzeuggriff, Spitzhacke und Werkzeugbinding-Tool. Werkzeuggriff, okay. Binding Tool und das. Dafür gibt es dann schon mal eine Schaufel. Also Making Parts, die müssen wir jetzt auch noch aus Holz machen. Eins. Zwei. So. Juhu. Wir kriegen eine Schaufel. Nice. So, jetzt brauchen wir Faden. Okay. Draußen ist. Ui. Ja, ich schau mal, ob ich den Shader drin lasse. Weil, ne? Eine ist schön, das andere ist nicht so schön. Wir machen weiter im Questbuch. Was haben wir denn da jetzt? Ja, wir brauchen das. Okay, Portable Crafting. Das können wir machen. Warte mal, ich gehe mal hier wieder auf Helligkeit. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so viel bringt. Wie macht man denn das Portable? Portable. Ah, okay. So, machen wir uns noch die Spitzhacke, auch wenn wir sie wahrscheinlich jetzt nicht brauchen. Die können wir erstmal hier reinlegen. Apropos reinlegen, wir brauchen eine Kiste unbedingt. Die ganzen Bücher mal reintun. So, das Portable-Ding brauche ich glaube ich jetzt auch nicht. So. Ah, okay. Ich nehme die Crucible. Durch die Bäume hat der Shader schon einen geilen Effekt, ne? Ja, also wie gesagt, wenn wir hier Wasser rausnehmen, das verschwindet dann. Ja, da müssen wir irgendwie andere Möglichkeit finden. So, wir brauchen erstmal eine Crucible.
Beziehungsweise eine Barrel. So, dann machen wir jetzt Erde. Können wir nämlich Sachen, die wir nicht mehr brauchen, reintun. Wir haben Hunger. Da essen wir gleich was. Ich würde sagen, ich sammle ein bisschen Holz und dann sind wir gleich wieder zurück. So. Ich habe jetzt mal hier die Bäume rausgenommen aus dem Wasser. Natürlich die Erde dann mit Sand ersetzt. Und die Sonne geht gerade unter, wie ihr seht. Und dann machen wir noch ein was. Ich habe jetzt noch eine Erde gemacht, eine dritte Erde. Und da setzen wir jetzt so einen Silkwurm rein. Man sieht vielleicht nicht sofort, aber... Der fängt jetzt an und wandelt den Baum um quasi zu, ja, das ist ein Seitenspinner, ne? Und da macht aus dem Baum Fäden. Wer zu merken, das wird immer heller und weißer und morgen früh ist dann der Baum komplett weiß. So, ich muss hier schon einen Burger essen. Ja, ihr seht schon, jetzt wird langsam weißer. So, wir haben noch Erde, wir können noch mal Erde machen. Ich mache ja mal einen Abstand von 1, 2, 3, 4, 5. Bäume brauchen ja kein Wasser in der Nähe, ne? Von daher geht das ganz gut. Momentan sind die Setzlinge das einzige, ja, und Äpfel, den man halt quasi Erde machen kann. Mit der Krug kriegt man halt doch einige mehr raus. So, ich habe gemerkt, wenn man an dem Baum noch ein paar Blätter dran lässt, dann geht der ganze Baum ab. Ja, jetzt seht ihr schon, ne? Alles weiß. So, wir schauen nochmal in unser Questbuch. Hier haben wir Wurm, okay. Ja, wenn wir Fahrten haben, kriegt man wieder Äpfel. Das ist ganz gut. Haben wir noch einmal Erde? Wir haben doch auch irgendwo Äpfel gehabt. Apfelbaum. Wir hätten hier noch ein bisschen Platz brauchen, würde ich sagen. Jetzt mal den Apfelbaum hierher. Der hat 4 dran, ja, kann man lassen. Ja. Und ihr seht jetzt die hier. Ja, schon richtig weiß, hat er schon die anderen Blöcke mit betroffen. Dann gar nicht mehr so im Shader, ne? Gut. Macht nix. So. Jetzt haben wir ein bisschen Holz. Und ich habe ja gesagt, wir haben keine Möglichkeit aktuell neues Wasser zu generieren, weil das, ne, können wir ja nicht nehmen, weil das sind irgendwann alle.
Deswegen machen wir jetzt eine. Warte mal, wie war denn das? Das ist mit AgriCraft, das brauchen wir. Wooden Tank. Ah, okay, den machen wir halt ähnlich wie eine Barrel. Ja, ich mach gleich noch ein paar mehr, weil wenn es regnet, dann haben wir gleich was, ne? Braucht natürlich auch viel Holz, klar. So, hier brauchen wir den Platz noch. Ich würde sagen, ich setze mal hierher. Ja, und wenn es da regnet, dann haben wir Wasser da drin. Macht natürlich keinen Sinn, den zum Beispiel hier drunter zu stellen, weil dann regnet es da nicht rein. So. Was haben wir denn als nächstes noch? Was haben wir noch für Quests? Okay. Gut, Sand, klar, den haben wir. Kies, schwierig. Und Ton brauchen wir Gast. Okay, wir können oben die Fackel noch abbauen. Einsammeln. Manuell Submit. Die können wir jetzt aufheben oder wir setzen es. Ach ne, die haben wir abgegeben. Dafür haben wir die Glowstone gekriegt. Okay. Was ich noch dringend mache, ist eine Kiste. Noch eine. Ich habe mir das angewöhnt, die immer hier hinzustellen, dann können wir das ganze Wasser reintun. Weil das Wasser in unserem Rucksack wird nämlich leer. Ja, wir haben jetzt nur noch 24%. Würde ich eh sagen. Unseren Sack, der hat sich übrigens auch abnutzt mit der Zeit. Das heißt, wir müssen irgendwann Leder herstellen aus Tieren. Dann haben wir leere Flaschen, ne? Und die müssen wir irgendwie mit Wasser befüllen. Hoffentlich nicht mit dem aus dem Teich. Gut. Was haben wir denn noch? Schauen wir mal hier. Haben wir. Das brauchen wir unbedingt. Wie macht man das? Seed Analyzer. Da braucht man schon eine Steinstufe, die wir noch nicht haben und noch nicht machen können. Okay. Wir schauen mal weiter. Was haben wir noch hier für Quests als sich? Tech Power. Okay. Immersive Engineering ist auch schon mal gut. Enderperlen. Wenn wir eine haben, kriegt man 4 Enderlilisamen. Auch nicht schlecht. Mehr Wege, um zu überleben. Ah, hier, Essen. Haben wir hier, Cookbook. Okay, und dann natürlich Cooking for Blockheads. Das ist super. Das ist nice. Da kriegt man dann verschiedene Sachen. Gut, was haben wir? Storage. Na gut, das können wir ja machen. Besseres Fass. Oder können wir das machen? Kann man das machen? Ja, können wir machen. Ich glaube, das war so, ne? Oder war das umgekehrt? Ach, und in die Mitte war eine Kiste, glaube ich, ne?
das nicht so? Ja, genau. Und schon kriegen wir den Chabba-Hammer. Und hier müssen wir zwar auch irgendwas mit stecken und so, ne? Okay. Jetzt haben wir ihn. Da kriegt man nämlich schon einen kleinen dazu, ne? Gut, die anderen Sachen sind ein bisschen Bilder. Oder machen? Bilder. What? Ach, da. Ah, okay. Okay, okay. Da brauchen wir Eisen dazu. Das haben wir noch nicht. Aber wir können zum Beispiel den für Sand nehmen und den Oak Trim. Gut, die Oak Trims brauchen wir jetzt gerade nicht. Kann mir einer sagen, was man mit dem Fasshammer machen kann? Noch nie so richtig Verwendung dafür gefunden. Aber den kann man ja auch. Ich würde sagen, den können wir sogar hier drauf stellen. Den stellen wir oben drauf. Gut. Außen ist wieder hell geworden. Ah, hallo, Herr Creeper. Sollten uns unbedingt noch ein Schwert machen. Der lässt sich von dem Teil ja nicht unbedingt so gut beeindrucken. Oh. Ja. Und da sehen wir schon, was ich meinte, die Truppen halt so Section. Da ist immer was Tolles drin. Melone, Kürbis, ein Helm und eine Hose. Ja, wie praktisch ist das denn? Ja, super. Was Besseres können wir nicht zum Abschluss der ersten Folge haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr feiert das Projekt genauso wie ich. Gebt dem Däumchen einen Like, damit es nach oben geht. Und ja. Wenn ihr mich mal live erleben wollt mit anderen Projekten, ich spiele so ziemlich viele Wirtschaftssimulationen und Survival Games, dann schaut's unten mal in die Beschreibung, da ist der Twitch-Link. Da gibt's mich immer ein paar Mal die Woche live zu sehen. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, guten Abend oder gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, dein Blacksat. Tschüss.